ein Pad habt, ist ein sehr schönes Gleichgewichtsgerät. Wenn ihr sowas nicht besitzt, könnt ihr immer eine Matte nehmen, die doppelt oder vierfach zusammenlegen. Man kann auch immer auf einer Matratze üben, auf einer Keule, auf einer dicken Decke, die man vier- oder achtfach zusammenlegt. Ein großes Kissen tut es auch. Der Vorteil bei diesen Balance-Pads ist, dass wir da oftmals eine noppige und eine flache Seite haben. Die noppige Seite, die kann man auch dazu hernehmen, um so ein bisschen die Durchblutung im Fußbereich noch anzuregen, unsere Fußsohle zu durchbluten, die Fußreflexzonen ein bisschen zu aktivieren. Ich stelle mich jetzt auch mal barfuß drauf. Wenn ihr das selber nutzt zu Hause, auch wegen der Desinfektion, gar kein Thema. Ihr desinfiziert und lasst dann eben gerade in der Sonne trocknen und lasst ihn weiter stehen oder liegen. Du steigst auf dieses Pad auf. Versuchst, deine Körpermitte zu finden. Ihr kennt von mir schon das Powerhouse. Bauchnabel nach innen und oben. Je fitter und stabiler der Rumpf, desto intensiver kannst du dich um deine Beine kümmern und desto leichter fällt es dir, Kraft über deine Beine auf den Boden zu bringen. Ihr merkt auch, ich wackel hier auch mal drauf rum, das ist ja überhaupt nicht schlimm, das ist ein Zeichen dafür, dass die Fußmuskulatur, die Oberschenkel, die Beine, der Rumpf arbeiten, um dich oder mich eben auf dem Pad zu halten. Je fitter wir von der Fußmuskulatur sind, von unserem eigenen Gleichgewicht, umso leichter fällt es uns, über wurzelige Wege zu laufen, wenn wir mal irgendwie uneben sonst im Gelände unterwegs sind, auch zu reagieren, wenn wir mal stolpern. Du stehst auf beiden Füßen und versuchst mal Gewicht auf beide Füße zu bringen und beginnst erstmal die Arme stabil neben dem Körper zu halten und mit den Armen lang neben dem Körper zu schlagen. Für 4, für 3, für 2, für 1. Du hältst, du atmest ein, schiebst die Arme lang nach vorne, stabilisierst dich, lass den Oberschenkel arbeiten, mit der Ausatmung kommst du wieder nach oben. Atmest ein für 4, Kinn zum Brustbein, Kopf und Nacken lang. Du atmest aus und kommst wieder nach oben. Einatmen. Ausatmen für 2 mehr. Du atmest ein. Und für 1. Lass die Atmung nun fließen und hack mit den langen Armen für 4. Für 3. Für 2. Für 1. Und du schiebst die Arme in eine U-Halte, lässt die Oberschenkelmuskulatur nochmal arbeiten, drehst den Daumen zur Decke, schaust nach und kommst zurück. Und du atmest ein. Einatmen. Einatmen. Und du schiebst die Arme lang nach vorne und beginnst mal zu klatschen. Zu hacken. Oder zu kreisen. Beide Arme raus. Beide Arme rein, beide Arme nach rechts oder beide nach links. Und du richtest dich auf, lockerst kurz deine Beine, indem du aber drauf stehen bleibst und mal kurz ein bisschen marschierst. Rechts, links oder mal vor und zurück. Kannst du dich auf ein Bein auf das Pad stellen? Wenn es zu viel Reizung ist unter der Fußsohle, das merke jetzt auch ich, du siehst auch, dass die Fußsohle jetzt schon richtig gut durchblutet ist und bepunktet, benoppt. Kannst du das Pad zwischendurch mal umdrehen, versuchst auf der flachen, stabilen Seite zu stehen. Nochmal hier, vor, zurück. Zwar näher beim Einbeinstand, stellst dich in die Mitte des Pads, bringst Stabilität auf ein Bein. Und hältst das andere Bein an. Du kannst gerne noch ein bisschen balancieren mit den Armen. Du kannst die Arme ganz weit nach außen nehmen, genau wie das Bein, und spreizt das Bein mal ab. Fixiere am besten einen Punkt auf der Unterlage, um dich stabil zu halten. Knie, Stammknie, zeigt ein bisschen nach außen. Du kannst die obere rechte Hand in die Taille nehmen, führst vielleicht Knie mal zum Ellenbogen. Und wenn es zu wackelig wird, kannst du zwischendurch immer die Fußspitze auch mal auf den Boden absetzen. Also auch das passiert mir. Das ist
Ein Zeichen dafür, dass meine Füße, meine Beine noch gut reagieren und mich abfangen, ohne dass ich mit der Nase auf den Boden putze. Du kommst zurück, suchst mit dem anderen Bein, in dem Fall mit dem rechten Bein, die Mitte des Pads. Bleibst drauf stehen, spreizt das Bein ab, kannst beide Arme wieder zur Gegenseite nehmen und das Bein abspreizen. Setzt die Taille, das sitzt die Hand in die Taille, halte die linke, rechte Arm bleibt oben außen, Ellenbogen zum Knie und weit hinaus. Ellenbogen zum Knie und lang hinaus. Noch zwei. Ausatmen beim Ranholen. Einatmen. Eine weitere Übung. Du schiebst beide Arme nach vorne, lass das Bein nach vorne nehmen, kommst mit den Beinen im Halbkreis zurück und wieder vor. Zurück und vor. Zurück. Oh, mein rechtes Bein ist heute ganz schön matschig. Du wechselst, machst das Ganze nochmal mit dem linken Bein. Du schiebst das linke Bein nach vorne, bringst eine Stabilität in den Fuß hinein, führst das Bein nach vorne, zurück und wieder nach vorne. Zurück und nach vorne. Bin links heute doch deutlich stabiler. Du kommst zurück und setzt beide Füße nochmal ab. Kannst auch nochmal mit den Füßen auf dem Pad marschieren. Eine Möglichkeit zum Beinachsentraining wäre der Einbeinstand auf der Matte fest. Je nachdem, wie weit du vom Pad weg bist, bist du sehr nah und steigst dir auf, versuchst stabil zu stehen, umso leichter fällt es dir. Schwerer wird's, je weiter der Weg oder der Abstand zwischen deinen Füßen und dem Pad ist. Achte darauf, dass beim Aufsteigen des Fußes auf dem Pad das Knie immer ein kleines bisschen nach außen zieht. Und du kommst wieder zurück. Fast vor und zurück. Nach vorne und zurück. Du kommst vor und zurück. Noch einen rechts. Und noch einen links. Und du kommst zurück. Du lockerst kurz deine Beine aus.